Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Judgment auf dem PC. Wir Hello? machen weiter. Hoshino-kun? Sari-san made it in, thanks to you. Got a job at the Queen Rouge and everything. Great. I knew her beauty was nothing to sneeze at. Thanks for taking her around, Yagami-san. By the way, what's the plan for tonight? We wait for Sari-san to call us. Not much to do, but wait till then. I'm gonna go kill time around town. Be careful out there. Yeah, will do. Ich hätte da einmal ein bisschen herum. Okay. Ich möchte eine Drohne. Ich weiß nicht zu schätzen, was du alles getan hast, um dich um mich zu retten. Lauter Polizist ist es unglaublich, dass du mich überhaupt gefunden hast. Du warst so cool, Yagami-san. Ich bin froh, dass du nicht nur froh, dass du in Sicherheit bist. Danke, oh, wenn du nicht mitgekommen wärst, würde ich lieber gar nicht daran denken. Nimmst du dir ein bisschen frei von der Arbeit? Danke, dank dir bin ich ohne einen Katz davon gekommen. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Okay, aber übertreibe es nicht. Okay, keine Sorge. Ja, aber denke ich von denen diese Erinnerung ab, lol. Hm. Yagami-san, wann hast du denn mal frei? Ich muss dir was gestehen. Wann immer es dir passt. Wir können uns hier treffen. Wann hast du Zeit? Haben wir einen Freund zusammen laufen? Könnte ich heute mit euch heute Abend? Natürlich. Soll ich einfach im Büro auf dich warten? Ja, bitte. Ja gut, so. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen die Gegend laufen. Mal gucken. Oh, ist ja schnell. Hello? Hey, Kaito-san. Yo, Kaito, yo. Wie sieht es bei der Geschichte mit Sao-san aus? Es läuft gut. Das Queen Rush hat sie angeheuert. Super! Das heißt, du hast gerade nichts zu tun, oder? Ja. Weißt du was? Ich habe einen Job für dich. Tag, einen Job? Ja, und es ist dringend. Komm zu Public Park Free. Wovon redest du? Das erkläre ich dir, wenn du da bist. Komm einfach. Und aufgelegt. Was hast du vor, Kaito-san? Wenn es dringend ist? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir heute erstmal das Date wieder. Das haben wir auch schon länger im Folge nicht mehr gemacht. Da müssen wir halt auch mal wieder machen. Machen wir auch mal das Date und dann können wir uns ja angucken, was unser lieber Freund da wieder hat. Ich bin mal gespannt, was heute im Date hier abgeht. Mal gucken. Da wird kein Geschenk. Ach, egal. Viel Geld habe ich auch nicht. Das sind 42.000. Dann, oh, na komm. Goldsponder, ja, ich sponder viel zu viel. So, warten. Entschuldige, dass ich dich hab warten lassen. Kein Problem, setz dich. Ja. Danke. Du hast gesagt, dass du mit mir über etwas Wichtiges sprechen willst, oder? Es tut mir leid, aber ich kann das jetzt noch nicht. Dann lass uns erstmal was anderes sprechen. Wie läuft es mit deiner neuesten Single? Das ist doch mal eine gute Frage. Wie läuft es mit deiner neuesten Single? Wovon handelt der Song? Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Es ist ein Liebeslied. Ein Lied über unerwiderte Liebe, um genau zu sein. Also das Ganze auf eigenen Erfahrungen. Okay. Ja, richtig. Irgendwie ist es ein bisschen peinlich, dass die Öffentlichkeit das zu hören bekommt.
Wie läuft es mit deinem Manager? Wie läuft es mit deinem Manager? Ich bin froh, dass ihr die Sache zwischen euch geklärt habt. Ja, ich brauchte einfach etwas Zeit, um über meine Gefühle im Klaren zu werden. Nachdem ich mir erklärt habe, was ich gerade durchmache, meinte er nur, dass er dafür Verständnis hat. Ihm ist wichtig, dass meine Musik ehrlich bleibt. Deshalb will er mal mit den Chefs über die Stealth-Verbot reden. Dein Boss ist ja richtig verständnisvoll. Okay. Ja, ich muss auch um deinen Willen mich anstrengen. Jetzt können wir es. Yagami-san. Okay, Yagami-san. Ich glaube, ich bin bereit für unser großes Gespräch. Ich bin ganz ohr, Sana-chan. Okay, tief durchatmen. Tief durchatmen. You know, I've been meaning to tell you this for a little while, and I realized just how important you've been this whole time to me. We've been through so much. It feels like we've known each other for such a long time now. Yagami-san, I am... Well, I guess I just gotta say it. Are you ready? I love you, and the only thing I want is for us to be together. There. I said it. Fest liiert. Ich dachte mir schon, dass sie mich mag, aber dass sie es mir so offen sagt. Yagami-san. Also ja, also sagst du auch was dazu? Und dann auf ihr Liebeserkenntnis eingehen, ne? Wenn du meinst, dass ich gut genug für dich bin, dann lass uns gemeinsam eine strahlende Zukunft blicken. Hä? Meinst du das auf wirklich ernst? Natürlich, ich wünsche mir das doch auch schon seit einiger Zeit. Also ich nicht, aber Yagami wünsche ich das. Okay. Oh, Gott sei Dank. Und bricht mir ja nicht das Herz. Würde ich nie tun. Was? Ich kann kaum glauben, dass es tatsächlich passiert ist. Ich weiß, ich sah es öfter, aber es ist wirklich, als würden wir in einem Traum leben. Das ist kein Traum. Das kann ich dir versichern. Dann zeig es mir. Ich will wissen, dass unsere Liebe echt ist. Ja gut, ich weiß nicht, wie ich das zeigen soll. So, ja, kann ich sagen, kann ich dir jetzt... Was? Kann ich dir jetzt Takayuki-san nennen? Na klar doch. Takayuki-san. Takayuki-san, hey. Das muss ich mir erst noch gewöhnen. Takayuki, wie setzt sich das... Yagami-san? Okay. Ja gut, es kann sein, dass sie da so die Verniedlichungsform haben. Ich schätze mal, die Japaner haben so eine Verniedlichungsform, wenn man zusammen ist, dass man dann so den Namen anders aussprechen darf, wie auch Yagami-san oder Yagami-kun gibt's ja. Ja, ich schätze mal, das wird drüber sein. Das kommt ganz von allein. Je mehr Zeit wir miteinander verbringen. Dann freue ich mich schon. Takayaka-Yogi-san, ich mich auch. Sana-san. Jetzt sehen wir uns bald wieder, oder? Jetzt nie wiedersehen, einfach nie wieder! Nein. So gemeint wenig. Jetzt ist es offiziell. Sana-san und ich sind ein Paar. Es wird nicht leicht, berufen die Liebe und einen Mut zu bekommen, aber ich werde alles tun, um sie zu schützen. Ja, bitte. Bei deinem Job, Junge. Die Welt gehört den Liebenden. Du kannst den Manager erwähnen, um deine Freunde zu einem Date einzuladen. Na, ihr, indem ihr offiziell ein Paar seid, könnt ihr Minispiel zusammen spielen. Wenn du deine Freunde glücklich machen willst, kaufst du etwas. Heißt du, anstatt meiner Anwesenheit, man die Frau glücklich zu machen? Nein, Wie geht's dir? Ich wollte sicher gehen, dass es dir gut geht. Aber jetzt, danke, ich bin zurück und mir geht's besser denn je. Hör auf damit! Und bald freut sich ja. Lol. Hast du denn gerade Ärger gewesen? Arbeit. Ich arbeite nur. Aber es ist in einem Fall. Ja, du bist in der Richtung. Bitte, du bist in einer der Filme mit links. Oh, klar, dann bekommen wir nichts. Ja, ist ewig da und lol, ja, dachte ich, ja, denke ich mir auch.
Okay, ja, müssen wir ein bisschen aufhören, sind sie uns verliebt. Takeyuki-san, vielen Dank für heute. Ich hatte einen wundervollen Tag. Ich glaube, vielleicht können wir bald hier mit zusammen abhängen. Das ist aber auch cool, ne? Sehr toll, es gibt so viele Dinge, über die ich mit dir reden will. Jetzt gerade nicht. So. Ich kann ja immer auf dem Date. Aber es wird schon. Sehr gut. Wir sind ein Paar und damit natürlich auch werde ich das hier mit abschließen. Ne? Wir haben es jetzt geschafft. Wir haben eine Frau bekommen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal wie ein echt. Ne? Wenn man in einer Beziehung ist, dann. Oh, was denn jetzt schon wieder? Wie zwei? Sie? Wer noch? Denk nicht mal drüber nach. Nein. Hallo, nein. Hä? Ja, gut, zum Essen einladen, auf ein Daten. Ich will gar. Ja, mit zum Essen. Okay, da habe ich so einen entwickelt. Ach so. Wir sehen, dass alles ist. Ach so, okay, zum Essen einladen. Okay. Ja, gut, ich habe Zeit, du auch. Ja. Hab Zeit, ja. Großartig, dann wollen wir uns vom Theater Square. Das ist nicht gut. Gut, okay, ich mache mich auf den Weg. Wir sehen uns dort. Okay. So, oh, soll ich vorher. Nein, wir kaufen ja kein Geschenk. Nein, wir kaufen ja kein Geschenk. Ich bin nicht mit der zusammen. Ist so weird. So. Wir machen das jetzt, aber ich bin ja nicht mit dir zusammen. Was wird denn ein Geschenk kaufen? Geschenk ja noch nicht. Wir gehen jetzt einmal essen und dann sage ich. Hä, ach so, ist oder ist das hier anders? Ich wollte eigentlich jetzt nicht mit einer neuen Freundin beziehen. Also habe ich gar keinen Bock, das normal zu machen, weil sie mir das Fahrrad her. Kannst du den schenke ich dir? Hier, Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Nee, aber ich würde das schon ganz gerne. Einfach. Nein, nicht jetzt weiter auch kann, einfach auch ein bisschen wie im Realismus, ne? Wenn du eine Freundin hast. Ich meine, gut, so. Ja, essen gehen ist ja jetzt, kannst du ja auch unverbindlich, das hat ja jetzt nichts mit Beziehung zu tun, in dem Sinne. Wenn man so distanziert schreibt, okay. Aber ich möchte jetzt nicht eine neue Liebesbeziehung anfangen, will ich auch gar kein Geschenk kaufen. Wir gehen jetzt einmal essen, dann ist gut. So. Heute ist Date-Tag, Alter. Sieht auch ganz süß aus, ne? Hey, Yagami-san, hab dich erwartet, hab ich dich warten lassen. Nein, alles gut. Das gehört, dass du mir immer hinten aussehen willst. Richtig. Das ist zumindest so, dass ich mein Liebster tun kann. Genau. Oh, genau. Vielleicht soll ich noch etwas schenken. Nein, Leute, nicht schenken. Nein, heute nicht. Genau. Warum entspannen wir uns nicht irgendwo? So können wir die Zeit totschlagen, bis wir so richtig Hunger haben. Okay. In einem guten Plan. Hast du eine Idee? Schauen wir mal. Oh, ich weiß. Warum sehen wir uns jetzt die Drohne rennen an? Ich habe Drohnen für meine Projekte auf der Arbeit erforscht. Und ehe ich versah, war ich total die von hart. Wirklich? Ich habe eine Drohne für zum Test. Hätte an einem Fahrrad teilgenommen. Wow, und ist sie auch für Drohnen? Das hätte ich nie gedacht. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend dein Rennen wäre. Das ist das Einzige, was du tun wolltest. Naja, ich könnte immer ein bisschen mehr Training gebrauchen. Oder wir spielen Darts. Das sind ein paar gute Optionen. Betting Center, kann was ist? Gehen wir nicht ins Betting Center. Okay. Klasse. Okay, komm. Was ist denn Betting Center gewesen? Oh nee, war es das in diesem Baseballschläger? Nee. Sogar ein paar Mal. Mit meinem Freund, ne? Zum schnell umgehen? Ich würde sagen, ich bin ganz gut. Ach, okay, auf jeden Fall bist du selbstbewusst. Aber was denn, dass du ganz gut bist? Ich habe auch keine Ahnung, wie das geht. Ah, der Scheiß war das. Oh, er hat eine Corona-Maske auf. Here we go. All right.
Sehr gut. Nice. Jetzt haben wir Home Run. Mist. Ein Double. Na egal. 3 von 7 Home Runs habe ich bekommen. Na und merkwürdig. Vielleicht fühlst du dich heute einfach nicht so gut. Verdammt, ich stehe wie ein guter Versager da. Ja, Pech. Ah, das ist eigentlich Spaß. Vielleicht können wir uns einfach irgendwo hinsetzen und ein bisschen plaudern. Ja, jetzt sieht man. Den ganzen Tag rumgestanden. Das und ich habe noch nicht ausgeführt. Du hast nur eine Konstellation, na gut. Ah, na gut. Wollen wir mal essen gehen? Frage mich, was sie von Drink zum Essen Date hält. Vielleicht soll ich jetzt einfach versuchen. Warum denke ich immer auf den Alkohol, wenn ich Spaß haben will? Ich weiß nicht, wie ist die, aber ich kann dir einen Drink vertragen. Ein Drink? Aber welchen Namen ist denn das? Wäre jetzt genau das Richtige. Oh, Drinks also. So viel wie jeder andere. Ha, bin ein Genie. Warum probieren wir nicht mal diesen Laden aus? Klar, machen wir. Ja. Okay, Namen ist halt erzähl mal ein bisschen von dir. Aber was willst du denn wissen? Die Hobbys. Beruflich. Du hast gesagt, dass du einen armen Drohnen erforscht. Was machst du denn genau? Ich arbeite in einer Internetwerbeagentur. Ein Startup. Wow, das hört sich anstrengend an. Ich würde mich interessieren, wie es so läuft. Haha, das höre ich so oft. Bin sehr produktiv, hauptsächlich wegen unseres Arbeitsteams. Wir waren sogar schon mal im Fernsehen. Wir lassen uns unseren eigenen Tempo arbeiten. Außerdem ist unser Büro total modern. Du sollst mal in die Kantine kommen. Als jemand in der rumbekommen arbeitet, bin ich zu offiziell neidisch. Wie dem auch sei, woraus glaube ich deine Arbeit? Bald schreibe ich Artikel und Blog-Einträge. Manchmal plane ich Events. Ich bin im Prinzip ein Werbeleiter. Klingt eine coole Sache. Also hört sich jetzt einen ziemlich coolen Job an. Passt definitiv zu deinem Image, wenn du mich fragst. Ach ja? Was wäre das? Naja, stylisch eben. Jemand, der seinen Job und dann äußerst wichtig sind. Im Prinzip die perfekte Angestellte. Wie schmeichelhaft, nicht, dass es mir als etwas ausmachen würde. Ich würde gerne mehr über deine Karriere erfahren. Du bist schließlich der erste Detektiv, den ich kennengelernt habe. Naja, Detektive findet man draußen wie Sand am Meer, was man nicht so leicht findet, sind gute Fälle. Heißt jemand mit einem Fall zu tun, der etwas sonderbar war? Oh, davon hatte ich eine Menge. Was denn genau? Mal sehen. Zum Beispiel. Vor einem Jahr warf mich jemand eine Katze zu finden. Das Problem war, dass sie eigentlich tot sein sollte. Was? Jemand wollte, dass du eine tote Katze findest? Das verstehe ich nicht. Offenbar hat mein Kunde eine Katze gesehen, die genauso aussah wie die, die er früher besaß. Also wurde ich dazu gerufen. Ich habe die Katze schließlich gefunden, da er dieses einzigartige Filmmuster mochte es. Wenn man sie herumjagt. Nachdem ich sie schon lange herumgejagt hatte, stellte ich fest, dass es tatsächlich um dieselbe Katze handelt. Da hat sie in das Haus einer alten Dame verirrt und dachte, sie gehört ihr. Sie kümmerte sich um sie. Wow, also war die Katze doch nicht tot. Den Klient hat sie nur aus den Augen verloren. Ja. Stell dir nur vor, wie er sich gefühlt haben muss, als sein totgeglaubtes Haustier putzmunter aufgetaucht ist. Putzmunter war dafür als das Haus einer anderen, aber das muss trotzdem eine große Erleichterung gewesen sein. Mehr oder weniger. Jedenfalls gab es keine Möglichkeit zu beweisen, dass ein Katze tatsächlich war. Da schritten sich die alten Damen auf mein Klient. Und wie haben sie sich geeinigt? Mit einem Handschlag. Die Katze wusste nämlich, wie man ein Pfötchen gibt. Unfassbar, können Katzen sowas? Offenbar hat mein Klient das hier beigebracht. Als die Katze ihm Fütchen gab, wussten wir, dass es seine war. Allerdings hat die alte Dame sich zu sehr an die Katze gewöhnt. Schließlich hat sie versorgt wie ihr eigenes Haustier. Schlimmer noch, die Katze war alles ein und alles der alten Dame. Es wäre ihr Ende gewesen, ihr das Tier zu nehmen. Die arme Frau, ist wirklich traurig. Aber weißt du was? Die Katze schien das zu wissen, nachdem sie so viel Zeit mit ihr verbracht hatte. Als er sie zurückkommen wollte, hat die Katze sich einfach in den Schoß der alten Dame gelegt und geschnurrt. Wirklich? Also hat sich die Katze eigentlich um die alte Dame gekümmert und nicht umgekehrt. Wie süß. Mein Klient schien dies selber zu denken. Am Ende hat er sich dazu entschieden, sich zum Wohl der alten Dame von seiner Katze zu trennen.
Das kann nicht sein. Ja, das war unerwartet, aber er hatte Mitleid mit dir. Also eine Art Verbindung zwischen Katzenliebhabern. Hm. Hört sich auf wie, hört sich zumindest so an und mit der Abmachung war am Ende alle zufrieden. Oh ja, seine Katze war schon immer ein Streuner. Er dachte, mein Klient würde ihn so oder so besuchen. Und damit hat er recht. Wie ich höre, verbringt die Katze jetzt bei Zeit bei beiden. Wow, dein Leben passiert mehr als ich dachte. Selbst wenn es nur um genau Zeit zu gehen. Okay, das haben wir schon. Bevor das ein Stalker endlich aus dem Spiel ist. Ja, dank dir. Ich dachte schon, er würde nie wieder verschwinden. Da merkt man schon, wie lange es mehr mich belästigt hat. Hört sich an, als wäre er wirklich von dir besessen gewesen. Besessen ist noch harmlos. Er war vollkommen verrückt. Egal wie oft ich ihn abgelehnt habe, er bat mich ständig um ein Date. Er hat sogar vor meiner Tür auf mich gewartet. Es wäre nichts von dem, was ich gesagt habe, zu ihm durchgedrungen. Was für eine schreckliche Erfahrung. Und als ich der Polizei erzählt habe, das war dann einfach, wir können ihm nicht helfen, er hat ja nichts getan. Deswegen glaube ich, ärgere mich sein. Ich habe schon so lange mit einem Angst gelebt. Ich bin froh, dass er jetzt in der Gitter sitzt. Ich auch. Das meinte ich eigentlich, dass du mein Leben gerettet hast. Denn ja war, dass du so viel für mich tun würdest. Da werden wir uns noch einmal getroffen. Egal, hat mich da ein bisschen zügig gemacht. Wie weit sollte man gehen, um einem Fremden zu helfen? Ach, ich habe nur gemacht, was ich sonst auch immer mache. Meinst du, du hast einfach intensiv gehandelt? Willst du Superheld werden oder sowas? Haha, ich ein Superheld? Ich nehme das mal als Kompliment. Allerdings frage ich mich, ist dieser Stalker der einzige Typ, den du nur schwer loslassen kannst? Naja, es gibt auch ein paar andere Fälle, über die ich nur umgehen würde. Aber so viel verrate ich dir. Ich bin niemand, der dich schnell verliebt. Für mich ist aber lukrativer als Liebe. Verstehe. Ja, diese ganze Sache mit den Beziehungen passt also nicht wirklich in mein Leben. Das sollte ich nochmal, was ich mal gesagt haben. Okay. Wow. Na komm, machen wir kurz ein Foto. Ja, ich weiß nicht, ich finde das. Ja. Okay, schauen wir mal. Sieht gut aus. Jetzt erzähle ich aber, was deine Philosophie der Liebe ist, damals. Ich würde das nicht unbedingt eine Philosophie nennen, aber. Aber, das ist doch alles nur Show. So viele Menschen verlieben sich im Fernsehen oder real, um nur um die Tage wieder zu trennen. Jeder redet von der Liebe, als wäre es das Wichtigste am Leben. Dabei gibt es auch viele andere Dinge im Leben. Warum sollte man sich darauf verlassen, dass jemand anders einen glücklich macht? Das kann doch nicht gesund sein. Ja, da muss ich jetzt da halt zustimmen. Da muss ich zustimmen. Es gibt noch mehr im Leben als die Liebe. Also, verstehst du mich? Klar. Ich finde es wichtig, ein aufwendiges Leben zu führen, aber das muss ich unbedingt von der Liebe abbekommen. Es gibt etliche Sachen, andere Sachen, die einen ähnlich zufrieden machen können, wie Hobbys oder die Karriere. Genau sehe ich das auch. Und wenn ich sage, dass ich auch ohne einen Mann glücklich bin, sehen mich alle an, als wäre ich verrückt. Ich will keinen Mann, ich habe andere Dinge, die mein Leben erfüllen. Würde ich gerne ins Gesicht sagen. Selbst verglichen mit jemandem, der in einer guten Beziehung, habe ich es recht gut. Bin zufrieden mit mir. Wenn ich mir sagen kann, wahre Worte. Solange du mit deinem Leben zufrieden bist, sollst du nicht unnötig unter Druck setzen lassen. Ganz genau, außerdem kommt es darauf an, was man aus sich macht. Wie man sich dabei fühlt, ist doch nebensächlich. Da kann ich nur zustimmen. Wo liegt der Sinn, jemanden in einer Beziehung zu drängen, die er nicht braucht? Jetzt anwarten. Ah, ich bin so froh, dass du mich verstehst. Jetzt kommt mir vor, als wärst du die Einzige. Ich werde von einer Lücke im Leben, die von der besseren Hälfte gefüllt werden, bist du überholt. Ich bin schockiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden finde, der es sieht wie ich und dann auch noch mein Kerl. Wirklich? Ja. Ja, komm, ich sag, wir beide liegen wirklich echt auf derselben Wellenlänge. Ja, das ist schon schön. Aber dass wir uns auf ein, was das für sowas hier ein Date befinden könnte, ist eine bessere Wellenlänge sein. Ah, haben wir das nicht schon gemacht? Ah, nee, das geht's weiter. Erzähl mir mal von dir. Achso, ja, wie alt bist du? Gerade einmal. Mal wild drauf los und sag, dass du ein 20er bist. Tja, ja. In den späten 20ern? Du willst wirklich unbedingt wissen, wie alt ich bin. Was? Ja. Na dann, ich bin 29. Oh, wow. Sie ist jung.
für ein Alter aus. Du siehst aber noch sehr jung aus. Hört man noch gerne, wenn du dich bitte nicht am Ende aufhören, dich bei mir einschmeicheln willst. Hey, komm schon, ich wollte ehrlich. Was ist mit dir, Herr Gavisan? Ich würde dich auf die 35er schätzen. Na dran, ich bin 35. Dafür siehst du aber noch jung aus. Das hört man gerne, auch wenn du dich damit noch einsprechen willst. Was soll ich sagen? Ich wollte ehrlich. Of course. Ja, das hier, Hobbys. Was hast du denn für Hobbys? Ich habe nicht wirklich Zeit für Hobbys. Sobald ich von der Arbeit komme, gehe ich direkt nach Hause und hau mich aufs Ohr. Hört sich an, als würde dich die Autos auslaugen. Das tut sie. Um deine Frage also zu beantworten, könnte ich behaupten, dass meine Arbeit mein Hobby ist. Ist mir genauso. Ehrlich gesagt, geht's mir ganz genau. Was für ein Zufall. Dann arbeite also dann auch ein Hobby? Ja, ich arbeite sogar am Wochenende, sonst kann ich meine Miete nicht zahlen. Aber auch, wenn es so wird, als hätte ich den ganzen Tag nur Arbeit im Kopf. Macht mir eigentlich nichts aus. Immerhin mag ich meine Arbeit definitiv. Immer als Zeit für alles. Was kannst du meinen? Du bist zufrieden mit deinem Leben, weil du etwas mit etwas verbringst, das für dich eine Bedeutung hat. Ach ja, dann macht dir deine Arbeit Spaß? Ja, macht sie. Ja, macht sie. Bin froh, dass ich für das Tiefstand entschieden habe. Verstehe, es ist wichtig, Erfüllung in deiner Arbeit zu finden, lange man nicht rund um die Uhr arbeitet. Das kann ich verstehen. Aber es ist gut, etwas langsamer anzugehen. Genau, Gespräch beenden. Na gut, sagen wir. Ja, ich denke auch. So. Ich denke schon. Ja, keine Ahnung, also. Yagmi-san. Danke, dass du mich heute mit mir getroffen hast, Yagmi-san. War eine Freude. Yagmi-san. Hast du heute ein bisschen Spaß mit mir? So viel hatte ich Spaß noch lange nicht mehr, Yagmi-san. Ah, dann bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Yagmi-san, bist du das? Wusste es, Yagmi-san. Ich hab dich schon ewig nicht mehr gesehen. Warte, Yuyuko, bist du das? Na, wer sonst? Wie lang ist jetzt her? Das Uni-Abschluss kommt mir wieder in Ewigkeit vor. Ja, oder was hast du noch in Tamagotchi? Oh, ich arbeite hier in der Nähe. Wer ist denn deine Freundin da, Yagmi-san? Oh, das ist Yuko. Wir kennen sie in der Mittelschule. Ah. Hey, Yuko, erinnerst du dich noch daran, wie wir... Yuko? So gut aussehend. Was? Gut aussehend. Party, der Typ ist heiß. Wie die Sonne. Man hört entfernt schon, wenn ich ihn nur ansehe. Oh, was soll ich denn mit dem Lust tun? Hey, Yuko, reiß dich mal zusammen. Warte, sag nicht. Ist sie sehr geil zum Plan? Ist man hier einfach ein Freund? Bester Freund? Ich habe keine Ahnung, wo du redest. Na, Mann, nie. Ich bin schon stolz auf dich. Wir sind jetzt entschieden, das sind dir zu lassen. Was sind dir zu lassen? Soll ich was wissen? Wenn ich auf sie irgendwie sein. Ich bin ein bisschen verwirrt. Pass auf, Yuko. Er und ich sind nichts als... Oh, aber sicher. Verstehe schon. Ich will euch ja nicht bei einem kleinen Treffen im Weg stehen. Was? Na schön, wieder sexy. Fallen Namen dir ja gut. Hörst du? Wenn nicht, kriegst du eine gehörige Ärger von mir. Verstanden? Glaube ich. Gut, ich sehe euch zwei Turteltöpfchen später. Interessante Freunde. Entschuldige, sie war schon immer ein bisschen exzentrisch. Ich habe sie lange nicht gesehen und sie hat sich kein Stück verändert. Ja. Boah, wie lange geht das noch? Yagmi-san. Danke, jo, ich habe die Zeit für dich genossen. Wirklich, ja. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Ja. Das will ich lieber tun. Wir sehen uns aber nicht wieder. Hä, wir sehen uns doch nicht wieder. Was soll die Scheiße? Aha. Wieder zwei Nachrichten. Das macht mir jetzt aus. Keine Sorge, macht mir jetzt aus. Ja. Ja. Boah, wie scheiße ich war. Ja. Missverständnis. Cool, dann danke für heute. Gern doch. Jetzt nein! Hör doch mal auf mit der Kacke! Nein! Ich kann ja mal schreiben und. Hoffentlich wird es nie wieder was. Ja, klar doch. Nein! Du blöde ist, du musst dann auch antworten. Ey, das ist ja die größte Scheiße. Wofür hast du. Hey, wir haben immer zwei Nachrichten. Hatte ich ja schon noch geschrieben. Achso, ich kann sie. Deswegen.
Nee, ich bin nicht hinten. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann machen wir weiter. Ich finde es irgendwie ein bisschen doof, diese Beziehung. Ich will mit ihr keine Beziehung anfangen, ich habe gar keinen Bock drauf. Aber ich habe jetzt ja eine feste. Ja. Gut, das Spiel scheint zwar irgendwie ein bisschen anders zu rechnen, als wie das in echt jetzt ist. Aber okay, gut. Ich danke fürs Zuschauen und ich würde auch sagen, wir machen das mit Beziehung nicht mehr. Bei ihr ja, bei der festen Freundin mache ich weiter. Aber ich mache jetzt hier nicht tausend Beziehungen, habe ich gar keinen Bock drauf. Und einmal reicht mir das. Mag dann zwar ein bisschen gegen das Spiel sein, aber Gott. Na gut, Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis dann, Pirates. Ciao. Wir sehen uns. Tschüssi.